Frau Dr. Dietz, Sie sind Ärztin für Frauenheilkunde, Psychoanalytikerin und Psychoonkologin und sind als Psychoonkologin im Brustzentrum der Universitätsfrauenklinik in Heidelberg tätig. Sie kennen also die körperlichen und die seelischen Auswirkungen einer Brustkrebserkrankung. Eine Auswirkung wird gerne verschwiegen, von den Patientinnen wie von den Ärzten. Lassen Sie uns darüber reden, es geht um den Sex. Jede Frau hat ihre ganz persönliche Erfahrung mit dem Sex nach der Diagnose Brustkrebs. Doch, denke ich, gibt es aus medizinisch-psychologischer Sicht auch objektivierbare Folgen, die Sie aufzählen können als Wissenschaftlerin und Ärztin, die viele oder alle Frauen betreffen. Frage ich Sie, was ist die Auswirkung, was das Thema Sex betrifft, also durch die Brustkrebserkrankung? Ja, in erster Linie, die meisten Frauen werden operiert, ganz klar. Und damit verändert sich das Körperbild. Und die weibliche Brust ist das Symbol für Weiblichkeit schlechthin. Und daran operiert zu werden, vielleicht auch die ganze Brust abgenommen zu werden, verändert das Körperbild und führt bei vielen Frauen eben auch zu dem Gefühl, nun nicht mehr attraktiv zu sein. Das ist die eine Seite. Aber unsere anderen Therapiemaßnahmen, wie beispielsweise Chemotherapie, die Hormonersatztherapie, sind weitere Bereiche, die in der Folge dazu führen, dass Veränderungen in der Sexualität kommen, wie beispielsweise Erscheinungen, wie wir sie vom Klimakterium kennen. Und dazu gehören jetzt bezogen auf die Sexualität trockene Scheide als Wesentliches oder auch Lustlosigkeit, eben einfach keine Lust mehr zu haben. Ne? Und das ist etwas, was die Frauen stark beeinträchtigt und häufig wird es auch nicht ausreichend kommuniziert im Vorfeld von Seiten der Ärzte, sodass viele Frauen auch denken, jetzt stimmt auch was mit meiner Partnerschaft nicht mehr. Sie haben jetzt vornehmlich die körperlichen Auswirkungen angesprochen. Nicht minder wirkt sich wahrscheinlich die Brustkrebserkrankung auf die Seele der Frau aus. Und auch da werden Sie ja als Psychoonkologin sehr viel Einblick haben, wenn Sie uns vielleicht da auch noch die wichtigsten Folgen erzählen würden. Die seelischen Auswirkungen sind bei vielen Frauen beträchtlich und man kann das vielleicht so beschreiben, dass das so eine Art Bruch im weiblichen Selbstgefühl ist. Ne? Und das zu überwinden, ist manchmal auch wirklich schwer. Und gerade in unserer Gesellschaft, wo Jugend, Schönheit, Attraktivität so einen großen Stellenwert hat, fragen sich die Frauen natürlich jetzt auch, jetzt bin ich nicht mehr perfekt, jetzt bin ich nicht mehr unversehrt. Wo stehe ich jetzt überhaupt noch als Frau? Und bin ich überhaupt jetzt noch wertvoll als Frau? Und insbesondere Frauen, die ihren Selbstwert aus ihrem Äußeren ziehen, haben in besonderer Weise dann auch Probleme, mit dieser Erkrankung gut umgehen zu können und damit fertig zu werden. Und das ist ja der Bereich auch der Psychoonkologie, wo wir auch großes Tätigkeitsfeld haben, in diesem Bereich Patientinnen einfach Unterstützung zu geben und mit dem einen oder anderen Mythos auch ein bisschen aufzuräumen und zusammen einfach Perspektiven zu entwickeln. Ne? Und eine gute Sexualität auch nach Brustkrebs ist möglich. Mhm. Mit welchen Mythen unter anderem wollen Sie oder können Sie da aufräumen? Ja, Mythen wären auch zum Beispiel, dass Sex nur gut sein kann, wenn ich eben nicht operiert bin. Und das ist ein völliger Mythos. Ne? Eine gute Sexualität ist nicht abhängig von dem äußeren Erscheinungsbild, sondern was ich empfinde, wie ich fühle und wie letztendlich auch die Qualität meiner Partnerschaft ist. Mhm. Haben wir gleich einen wichtigen Stichwort, natürlich die Partnerschaft. Mhm. Wir haben die Partner ganz außer Acht bis jetzt gelassen. Sie haben ja auch vorhin schon gesagt, die Partnerschaft spielt eine ganz große Rolle. Und Sie haben auch schon gesagt, dass es wohl zu spät oder gar nicht thematisiert wird, das Thema. Zwischen den Partnern. Was haben Sie denn da für Erfahrungen? Ja. Also in der Akutsituation, ne, wenn die Diagnose gestellt wird, ist Sex wirklich kein Thema. Da geht es darum, kann ich noch geheilt werden? Was gibt es für Therapiemaßnahmen? Wie geht es mit mir überhaupt weiter? Und das sind die Fragen, die beschäftigen die Frauen und auch die Ehemänner. Ne? Das finde ich auch ganz natürlich. Es ist natürlich gesagt. Und da ist
Sexualität nach meiner Erfahrung wirklich überhaupt kein Thema. Und da sollte man es vielleicht auch nicht ansprechen, nein, oder? Die Frauen, nein, bedrängen in dem. Wird nicht gefragt und ist überhaupt nicht das Thema. Aber spätestens nach Abschluss der adjuvanten Therapien, wenn der sogenannte Alltag auch wieder eintritt, ja, dann fragen sich die Frauen natürlich auch nach Sexualität. Und dann ist es auch ein Zeitpunkt, wo das in der Arzt-Patienten-Beziehung eine große Rolle spielen sollte. Aber, ich sagte gerade sollte, viele Ärzte sprechen die Patienten immer noch nicht auf Sexualität an. Und Frauen möchten gerne angesprochen werden. Da gibt es auch große Untersuchungen inzwischen, die das auch wirklich zeigen konnten, dass Frauen da auch den Wunsch haben, insbesondere von den Frauenärzten aktiv angesprochen zu werden. Und das müsste sicher noch sich sehr, sehr verändern. Ne? Und da ist ein ganz großer Bedarf. Ne? Mhm. Viele Frauen trauen sich einfach nicht aktiv, dieses Thema anzusprechen. Und aus meiner Sicht ist es weiterhin sehr tabuisiert. Ja, nochmal auf die Partnerschaft zurückzukommen. Ich meine, die Partnerschaft besteht ja nicht nur aus Sex. Wenn wir das ein kleines bisschen noch aufweiten, wie wirkt sich denn die Erkrankung auf die Partnerschaft aus? Ich meine jetzt so im Umfeld, Interaktion, ist da eher so eine Pause, es wird nicht mehr geredet, es wird viel geschwiegen. Wie sieht es denn aus? Und da hängt ja dann letztlich auch wieder die sexuelle Situation, ist ja da auch beeinflusst. Ja. Also das, die wesentliche Empfehlung, die ich überhaupt geben möchte, Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, sprechen Sie mit Ihrem Partner. Mhm. Ja. Gehen Sie aktiv darauf zu, seien Sie mutig und sprechen Sie es wirklich an. Ja. Denn viele Probleme, die in der Folge von dem Brustkrebs kommen, entstehen überhaupt erst dadurch, weil nicht gesprochen wird. Ja. Mhm. Und da entsteht manchmal so eine Spirale, so eine Art Teufelskreis. Die Frau zieht sich vielleicht zunächst zurück, weil sie auch einen gewissen Schutz für sich braucht. Und der Mann erlebt es aber so, sie zieht sich von mir zurück. Und weil er ihr eigentlich sehr zugetan ist, denkt er, ja, ich lasse dich jetzt erstmal so ein bisschen in Ruhe. Und sie, auch sehr sensibilisiert durch die ganze Situation, merkt, aha, der zieht sich ja irgendwie zurück und schließt dann vielleicht den Schluss, aha, der findet mich jetzt nicht mehr attraktiv. Und ja. Das ist etwas, was wir immer wieder beobachten. Und das sind auch Situationen, jetzt wieder bei meiner täglichen Arbeit, wo ich immer wieder auch beide Partner habe und beide zu einem Gespräch habe. Und manchmal reichen wirklich ein, zwei Gespräche, um diese Dinge auch wieder auszuräumen. Ja? Also da wollte ich auch sagen, das ist also, dass nicht nur die Frau bei Ihnen ihren Rat holen kann, wenn man halt es nicht den Mut hat, den Sie vorhin angesprochen haben, dem Partner sich zu offenbaren, dann kann man ja professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Und das kann nicht nur die Frau, sondern beide. Und das wird bei Ihnen auch so in Anspruch genommen. Ja. Gut, wenn denn das möglich ist, es gibt ja nicht so viele Psychoonkologen in Deutschland. Es gibt immer mehr. Mhm. Es gibt inzwischen mehrere Ausbildungsinstitute in Deutschland, wo man über 120 Unterrichtseinheiten hat, um überhaupt Psychoonkologe sich nennen zu dürfen. Aber alle von den großen zertifizierten Brustzentren haben qualifizierte Psychoonkologen heutzutage. Jetzt wollte ich doch nur auf was ganz Konkretes zurückkommen. Wenn sich die Frau zurückzieht oder auch der Mann das Gefühl hat, er darf die Frau nicht belästigen, hat das ja wirklich seinen Grund. Sie haben es ja auch vorhin angesprochen, es sind schon massive körperliche Einwirkungen und die Hauptsache sind sicher durch die Antihormontherapie, die ja 60-80% der Frauen haben, die trockene Scheide und das kann halt beim Verkehr Schmerzen machen. Das ist die eine Seite, die andere Seite sind die Wechseljahresbeschwerden, die da noch dazukommen und nicht zuletzt die seelischen Probleme. Und da kann man, haben Sie da konkrete Tipps, was man, wie man dem begegnen kann? Also durchaus auch körperlich, wenn man trockene Scheide, was kann man tun? Ja, die meisten Frauen dürfen natürlich keine östrogenhaltigen Gels oder Salben verwenden. Das wäre an sich das Beste, aber meistens ist das nicht möglich. Wir empfehlen einfach Gleitmittel, wie man es auch sonst benutzen würde bei einer trockenen Scheide. Und ich habe auch schon
von Patientinnen gehört, dass sie sagen, nimm mal ein gutes Olivenöl, das ist eigentlich das Allerbeste. Also das sind wirklich, mehr haben wir auch nicht anzubieten, als letztendlich dann eben mit Mitteln zu arbeiten, die einfach gleiten lassen besser. Und was kann man den Partnern mit an die Hand geben, wenn die Frau in Ruhe gelassen werden will? Lasst sie in Ruhe oder durchaus schon auch aktiv immer wieder auf die Frauen zugehen? Also das kann ich erzählen von einer Patientin, die mir auch erzählt hat, dass sie eigentlich, bevor sie Brustkrebs hatte, eine sehr gute Sexualität hatte mit ihrem Mann, aber dann eben im Laufe der Erkrankung immer weniger Lust hatte, aber an sich gern mit ihrem Mann schlafen möchte. Und die haben dann zum Beispiel gesagt, wir machen einfach feste Zeiten und halten uns daran. Und das ist also auch ein Weg, ne? Das nicht immer wieder neu auszuhandeln, sondern einfach sagen, wir machen es. Ne? Und es ist dann manchmal sehr gut, wie sie mir schildert, und manchmal vielleicht auch weniger gut, wie es vielleicht in vielen anderen Ehen auch so ist. Schön. Was ich jetzt aus dem Gespräch mitnehme, ist, reden wir drüber. Let's talk about sex, immer mal wieder, oder? Mann und Frau, und auch wenn es dann nicht mehr geht, eben mit den Professionellen, die einem dann helfen können. Vielen Dank.